Und damit ein herzliches Willkommen zur nächsten Runde von Let's Play Mario Kart 64. Im letzten Part haben wir mit Peach den Sternencup gerockt. Und jetzt sind wir mit unserem nächsten Charakter dran, mit dem guten Toad. Und das ist das leichteste Gewicht von allen in den ganzen Spielen, also in dem Spiel. Und mit dem werden wir jetzt auf alle Fälle den Special Cup rocken. Und wünsche mir viel Glück, weil der Special Cup ist nicht so easy. Der geht mir nämlich ein bisschen auf die Eier. Also, wir haben Donkey Kong Jungle Park, Yoshi Valley, Banshee Boardwalk und Rainbow Road. Das sind für mich, bis auf Donkey Kongs Parkway, das geht noch, aber... Die anderen drei sind für mich die, außer Rainbow Road, also Yoshi Valley und Banshee Boardwalk sind für mich die schlimmsten Strecken im ganzen Spiel, neben Bowser's Castle und die haben es auch ganz schön in sich, aber ich möchte euch jetzt nicht zuquatschen, was ich nicht mag, wir wollen ja schließlich dieses Rennen gewinnen und durchjagen. So, dann hätten wir nämlich den 50 CT Cup durch und hätten dann als nächstes den 100er Cup. So, mal gucken, ob ich den Boost hinkriege. Nein, habe ich nicht hingekriegt, aber egal. So, Donkey Kong Dschungelpark ist total nice. Ist auch ein geiles Level, ehrlich gesagt. Gefällt mir richtig gut. So, jetzt muss ich nur Acht geben. Wer... Okay, Peach. Oh, der Affe klickt uns wieder am Arsch. Das ist super. Ich krieg eine Affenphobie, wenn es so weitergeht. Ohne Scheiß, ey. So, aus dem Weg, Prinzessin. Ich bin zwar dein Untergebener, aber du hast hier nichts zu melden, wenn ich hier am Fahren bin. Du hast nicht vor, mir zu fahren. Hopp. So. Okay, das ist doch schon mal gut. Die Panzer behalten wir mal schön. Wir müssen ihnen nur Acht geben. Wir werden hier nämlich außerhalb des Rings mit Stein beschmissen. Tatsächlich. Und die können sogar stunnen. Also das ist nicht so schön. Ich muss sagen, Toad ist einer meiner Lieblingscharakter in Mario Kart, in den Mario Kart Spielen. Denn neben Yoshi, also mein absoluter... Also Toad ist einer meiner Lieblingscharakter neben Yoshi. Hauptsächlich den Mario Kart Dingen. Und die finde ich halt, den finde ich total nice, weil er, weil dieser Pilzkopf einfach nur richtig auf Steroiden ist, ey, das. So. Ja, hoch mit dir. Die Abkürzung nehmen wir uns mal ganz geschillt, weil ich möchte hier kein Risiko eingehen. Leider sind wir hier mit dem Driften allerdings nicht so gut. Naja, es geht, aber man muss es nicht rausprovozieren, also ich muss nicht unnötig driften, wenn es nicht sein muss. Das kann uns nämlich auch den Kopf kosten am Ende. Affe? Du willst es wissen, hä? Boah, voll ins Schiff rein. So voll in die Fensterscheibe rein. Geil. So. Einfach mal das Schiff versenkt. Komm, wir spielen Schiff versenkt mit Karts. Geil. So, und... Naja, bloß nicht ins Grüne fahren. Könnte uns den Kopf kosten. Aber gut, wir haben ja noch die Panzer. Affe, du nervst. Du sollst mir nicht dezent auf den Sack gehen. Das kann ich nicht gebrauchen hier in dem Spiel. Naja, wenigstens ist es noch nicht so schnell. Der 100er wird interessant, weil im 100er, da nehmen die ein bisschen mehr Gas. Das ist so die Mittelgradstufe in dem Spiel. Die kann nochmal interessant werden. So, wenn wir jetzt Glück haben und er trifft uns, dann kann es sein, dass er über die Brücke fliegt. Bin total assi, wenn man da mitten auf der Brücke dann stehen bleibt. Alter, du dumme Kuh. Die Peach ist so dumm, ey. So. Gut, dann... Läuft ja alles recht easy. Also wie gesagt, Toad ist mein Lieblingscharakter in Mario Kart 64, neben Yoshi. Yoshi spiele ich auch am liebsten, aber ich bin generell in Mario Kart ein Toad-Fan, muss man ganz ehrlich nach sagen. Gut, in den Double Dash war ich mehr so der Baby-Mario-Fan und Konsorten, aber boah, Alter, du dumme Affe, ey. Ich schwöre dir, ich schlaus dich, wenn das so weitergeht. Hahaha, geil! Die Alte ist abgesoffen, schön. Mann, sowas lieb ich. So, perfekto. Na, komm, gib mir jetzt noch was Interessantes. Na komm, die Bananen nehmen wir jetzt einfach mal für den Fall der Fälle. Die Items sollte man sich an der Spitze immer aufheben. Falls einer kommt, können wir ihn jedes Mal abwürgen. Dann feuern wir dem jedes Mal eine Bananenklatsche rein. Das ist so geil. Na, der Affe nervt. Und tschüss. Alle Neue! Geil! So. Jetzt muss ich nur Acht geben. Wir können zum Glück keine Stachel schmeißen, die Gegner. Das ist einfach nur gut für uns, aber... Obwohl, ich weiß nicht, ob die Stachel schmeißen können. Aber ich meine ja... Aber generell, die können Panzer, glaube ich, gar nicht schmeißen. Also die kriegen keine 3D-Panzer, glaube ich, soweit ich weiß. Bin mir aber nicht so ganz sicher. Ist aber gut möglich. So, und wir haben... Das allererste Level gewonnen. Donkey Kong Dschungelpark mit Toad gut überstanden. Das einzige Problem bei Toad ist, er ist ein Leichtgewicht. Und wenn die großen Charaktere wie Donkey Kong Bowser und der Fett Aquario uns kriegen, dann, oder rammen, ey, da werden wir gleich gestunt. Das ist das Problem bei Toad. Aber ich finde ja gerade, das macht bei Toad ja den Reiz aus, weil, weil bei Toad muss man extrem vorsichtig sein, was man macht. Und das ist halt das Schöne. So, aber ich liebe auch generell diesen Pilzkopf. Ich mag den einfach. So, der sieht einfach aus wie hat er bei Dings gesagt, bei Starbomb? Weil sie look like a dick. Total dumm eigentlich. So,
So, und jetzt das speziellste Level von allen. Weil ihr seht schon, wir haben hier Fragezeichen. Wir sehen nicht, wer zuerst ist. Wir können es nur mutmaßen. Und das Gemeine an dem Ding ist, dass wir verschiedene Richtungen haben, die wir anschlagen können. Und ja. Fuck, ey. Sollst du dich drehen, Bruder? Dreh dich. Alter, was ist kaputt mit dir? Scheiße, ey. Das hab ich jetzt gesammelt. Weil das war nämlich die beste Abkürzung, die wir fahren können. Die anderen sind vorne. Fuck, ey. Okay, das müssen wir jetzt aufholen. Da habe ich mich ein bisschen selbst überschätzt gerade. Aber gut, es macht nichts. Wir sind noch gut im Saft, Leute. Gummi, Heinz. Ah, fuck. Geil, der hat den Gummihans einfach. Das ist auch nicht schlecht. Der ist einfach am Gummihans vorbeigeschlittert. Nice. So. Na, passt schon. So, dieses Ei ist, sollte man nicht kriegen. Ah, da vorne ist unser Yoshi. Sehr nice. Jetzt muss ich nur noch den fetten Affen kriegen. So, Yoshi, ich komme. Alter Schwede. So, nee, ich wollte nämlich die beste Abkürzung nehmen. Da gibt es nämlich eine, die ist nämlich am schnellsten. Ohne die war eigentlich angedacht gewesen. Oh, der Affe sind ja uns fest dann vorne. Ach, die Alte. Nein! Boah, Mann, diese dämischen Igel, alle. Das ist nur Igel, oder? Geil. So. Aber ich glaube, jetzt haben wir uns den ersten Platz gesichert. Soweit. Jetzt müssen es nur Pichu für den Fersen sein. Alter, dieses Level ist aber wirklich übel. Da muss ich schon ein bisschen üben, ey. Affe nervt mich nicht. So, perfekt. Also, ich glaube, wir sind in Führung. Das kann man ja wunderbar an der Karte unten absehen. Das ist halt so ein blödes Gimmick im Spiel. Also, auch wenn wir nicht wissen, wer jetzt vorne sein sollte, theoretisch. Affe! Jawoll! Da kreischt der Affe. Geil! So! Friss Pilzpower, Baby! So, mal gucken, ob ich das jetzt geschissen kriege. Es ist nämlich, wie gesagt, ich finde dieses Level aber total geil. Das ist so das Level ist zwar scheiße schwer, aber es ist eins meiner Lieblingslevel in dem Spiel, weil es einfach so random ist, weil man nie weiß, was passiert. So, jawoll! Läuft. Ohne ein Igel zu erwischen. Schön. So, die anderen fahren da hinten also im Kreis, die Vollpfosten. Das sieht man schon. Total geil. So, wunderbar. Das war eben Skill, ey. Nicht vorhandener Skill, aber er war vorhanden. Boah, Glück gehabt. Nein! Ich hab den Affen verfehlt. Boah. Böse. Böse. Boah, die hast total scheiße gesetzt, Peach. Nein, 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 nein. Ich werde gewinnen. Ich werde gewinnen. Ich werde gewinnen. An mir kommt ihr nicht vorbei. You should not pass. Egal, ob wir die Banane jetzt mitgenommen haben oder nicht, aber wir haben... Oh, geil, Yoshi hat sogar den Affen überholt. Cool. Ja, aber Peach ist im Zweiten, ey, das ist immer blöd. Wenn der Zweite durchgehend Zweite ist und wir tun ein Rennen verlieren, müssen wir im letzten Rennen, also wenn wir Zweite werden, müssen wir im letzten Rennen Erste werden. Oder Dritte oder so. Also es ist schon schwierig manchmal. Aber das ist jetzt so verteilt, da kann gar nichts passieren. Da müssten wir jetzt die beiden anderen Rennen danach einfach gegen die Wand setzen. Alter, geil. Mario, Luigi, Wario und Bowser sind alle auf dem fünften Platz. Die haben gar nichts. Schön. So, perfekt, Amigo. Und jetzt mein absolutes Hasslevel, Benji Boardwalk. Weil hier ist eine riesen Schlitterparty. Obwohl das Level cool ist. So. Und vor allem, hier gibt es keine Dings, keine Absperrung in den meisten Dingen. Das heißt, wir müssen hier wirklich um unser Leben driften. Das ist das Problem. Und ihr hört es ja schon, wenn ich am driften bin. Dass hier die Rutschgefahr ziemlich hoch ist. Wir müssen auch teilweise die Mauern mitnehmen, weil wir sonst die Kurven nicht mehr kriegen. Also wie im echten Leben, also nur mal ganz vorneweg, gell, so wie ich hier fahre, in Mario Kart 64 fahre ich auch Auto im echten Leben, gell, also ich schmeiß dann auch Panzer. Total geil, auf andere Autos und so, also oder Bananen oder so, wie Remy Gilliard, wer das nicht kennt, der kann sich das auch mal angucken, das ist geil, wie er einfach mal mit Mario als verkleidet als Mario einfach mal in so einen Supermarkt fällt, die Bananen klaut und dann auf die Straße schmeißt, wenn der denkt, er wird überholt. Ey, das ist so dumm. Das ist so geil. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt unter den YouTubern wirklich Koryphäen, die einfach nur genial sind, ey. Nein, 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 nein! Ah, ich hätte es bedenken können. Ich muss ab und zu mal das Driften unterlassen. So, aber den Affen kriegen wir noch. Es ist jetzt das Schlimme mit Dritter werden, aber das lässt mein Stolz ja gar nicht zu. So.
Gummiheinz, geh mir aus den Füßen. Oder aus dem Katerbesten. Ich muss jetzt töten. Ich muss zerstören. Ich muss alles vernichten jetzt. So, Yoshi. Drecksack! Friss das! So. Affe und Schuss. Uiuiui. So, und die gute Peach ist jetzt vorne. Die müssen wir jetzt abfangen, die alte. Damit wir wieder unseren rechtmäßigen Platz haben. Ich sehe dich, Prinzessin. Jetzt kommt meine Rache für die ganzen Überstunden, die ich schuften musste. Jawohl. So, diesmal habe ich die Wand nicht mitgenommen, zum Glück. Perfekt. So, wir sind wieder Erste. So wie es sich gehört. So soll es ja auch schließlich sein. Geil. Die Ersten, die Besten, die Letzten werden Besten sein. So. Ist ja auch egal. Ach, Mann. Da erinnere ich mich an Kindheit. Ich habe früher ja auch gerne mit Freunden und so habe ich gerne Mario Kart gespielt. Da war hauptsächlich auch unsere Hauptstrecke die Rainbow Road. Also, war geil. Die ist ausgerutscht auf ihre eigene Banane, die Alte. Geil. Mann, oh Mann, die Peach geht mir ganz schön auf den Sack, ey. Das ist die Rache für die letzte Tour wahrscheinlich. Die verfolgt uns, die will uns killen. So, Donkey Kong, du nervst mich extremst gerade. Der hängt an meinem zarten Pilzarsch. So. Nein, nein, nein! Jawohl. Boah, abgefangen wenigstens. Schön. Ah, Donkey Kong! Nein! Der Affe ist ausgewichen, Alter. Der hat so ein Affenslide hingelegt. Verdammt. Und komm, 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 komm. Jetzt müsst ihr uns, jetzt müssen die jetzt beide einfach mal so einfach an uns vorbeirennen, ey. Das ist das, was ich in den höheren Cups hasse. Da haben sie nämlich die Gelegenheit, an die vorbeizurennen. Da muss man gucken, dass man sie wirklich aus, trippelt. Boah, ich hasse den Benji Boardwalk, ey. Aber ich habe nichts verlernt, Freunde. Absolut nichts. So. Toad ist an der Spitze und jetzt haben wir nur noch die Rembrandt und die Rembrandt ist mein Nostalgie-Level schlechthin. Meine absolute Lieblingsstrecke. Allein schon mit der Musik. Boah, Flaschendeckel geht zu. Komm, ich muss Rennen gewinnen. So, das mit dem Speedbonus habe ich noch gar nicht so richtig hin. Das habe ich früher als Kind immer gern gemacht. Das hier. Zack, hui! Geil. Die Strecke selbst ist nicht schwer. Sie ist verwinkelt. Man kann nicht rausfliegen. Aber was gemein ist an der Strecke, sind die Kettenhunde, die hier auftauchen. So. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ach, Mann, total schön. Aber da kann man schön driften. Das ist das Geile daran. Ja, und die Kettenhunde, die hier verfolgen nämlich einen. Schlimmer ist, die Strecke, die ist so lang, dass ich zwischendrin den Brötchen machen könnte und Flaschen einkaufen fahren kann. Also das ist an der Strecke wirklich so. Also die geht wirklich scheiße lang, ey. Deswegen. So, ich habe Peach gehört. Na? Irgendwas habe ich getroffen, schön. Perfekt. Solange es der Affe war, ist alles gut. Der ist ja gar nicht dabei. Geil, der Affe ist ganz oben. Was ist denn da los? Das Pilztrio haben wir. Boah, das ist für mich Nostalgie. Man muss ehrlicherweise dazu sagen, Mario Kart 64 ist leider nicht gut gealtert, aber es ist immer noch ein Game, das man immer mal wieder spielen kann. Also ist es wirklich wahr, das ist für mich ist es einfach nur, ich bin halt so ein N64-Kind. Muss man halt so sagen. Deswegen, ich geil mich immer an so Sachen auf, aber auch schön, wie hier die Sterne, wie die Charaktere abgebildet sind im Himmel. Finde ich eine nice Idee. So, perfekt. Ja, aber was erwartet man von einem über 20 Jahre alten Spiel? Das ist normal. Aber ich find's trotzdem cool. So! Das nervt mich schon ein bisschen. Mir hängt keiner am Arsch irgendwie. Am Pilzzipfel oder so. Natürlich braucht einen Pilzdick, ey. Der frisst kein Viagra, der frisst Pilze. 100 Pro. So. Das Schlimme ist, ich baue mich jetzt dermaßen zu mit Items hier auf der Strecke wahrscheinlich, dass ich in der nächsten Runde voll getroffen werde. Ey, wir haben nämlich 3 Runden und ihr seht schon, wir sind schon mal 2 Minuten, also die gesamte Strecke geht, glaube ich, so 2,5-3 Minuten fast. So, perfekt. Na, da ist jemand hinter mir. Boah, Peach, Alter. Nur weil du eine Prinzessin bist, heißt das nicht, dass du immer Vorfahrt hast. Oh, jawohl. Der Kettenhund hat Arbeit geleistet. Schön. Ach, Mann, ich liebe den. Der Kettenhund ist lustig. So, was haben wir hier noch? Na, den behalten wir mal. Peach.
Peach. Boah, fuck, ey, das war knapp. Theoretisch könnte ich ja auch einen Shortcut nehmen, will ich aber nicht unbedingt. So. Ich möchte nämlich, dass die Peach nämlich den Panzer frisst. Oh, ich hab's sogar gekriegt. Geil. Schön. Toad, das war 1A, ey. So, und einmal Drift Power. Ach, Mann. Jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Ich find's einfach nur genial. Das sind so Nostalgie-Spiele, da kann ich mich einfach reinknien. Da fiebe ich so richtig mit. Frag mich nicht, wieso. Das ist so eine alte Volkskrankheit bei mir im Hirn. Das ist abartig. So. Auch schön, dass hier ein Giftpilz abgebildet ist, den wir eigentlich nie haben in dem Spiel. Der kommt ja, glaube ich, erst viel später in anderen Spielen, glaube ich. Ich weiß aber nicht genau, ob der Giftpilz dabei ist. Also ich habe jedes Mario Kart gespielt, außer Mario Kart 8 Deluxe, muss ich dazu sagen. Und die Gameboy-Version. Also Mario Kart DS und so, das habe ich auch nicht gespielt. Aber die Hauptkonsolen da auf der Wii, auf der N64, auf der Switch, bis auf die Switch habe ich alle schon gespielt im Endeffekt. Also mein Hauptfavorit ist und bleibt immer noch, und da stehe ich auch dazu, immer noch Mario Kart Double Dash. Was nicht heißen soll, dass die anderen schlecht sind. Sie sind alle super, aber Double Dash hat für mich irgendwie so einen Sonderstatus. Ich weiß nicht warum. So, den werden wir auch noch irgendwann spielen. Also von daher, seid gespannt. Double Dash ist auch noch geil. Und Double Dash war ich früher richtig gut. Mittlerweile nicht mehr so. Ich meine, es sieht mir auch hier, wie ich hier spiele. Aber gut. Ach, da erinnere ich mich schon an die Zeiten, wo ich früher da mit meinen Kollegen da im Zimmer gehockt habe. Wir haben stundenlang Rennen gefahren. Total nice. Der Kettenhund lächelt. Der sollte mich jetzt nicht fressen. Ich bin zwar ein köstlicher Pilz, kann man wunderbar Pilzranken wahrscheinlich machen, aber muss nicht unbedingt sein. So. Die zweite Runde haben wir auch gleich geschafft. Also. Hauen wir mal ein paar Boosts rein. Wir können uns endlich mal einholen. Wir sind viel zu weit weg. Gut, die Peach, die kann 100 Pro, die hängt uns 100 Pro am Pilzausschleich. Aber ansonsten alles in Ordnung. Ich würde einfach mal sagen, genießt einfach mal diese Retro-Nostalgie-Musik. Ohne Witz. So. Ein Panzer. Das Panzer ist besser wie das, die Box. Weil die Box kann man zwar auch nach vorne schmeißen, aber die hat nicht so den Effekt. So. Und jetzt? Na, Peach, krieg ich dich? Nee, ich hab's nicht getroffen, schade. Ich frag mich, ob die da hochkommen, ey, ob die mit der Rakete da hochgeschossen werden auf die Rennbüro oder so, ich weiß es ja auch nicht. Bestimmt so geil, so Apollo 11 Mission. Es ist ein kleiner Schritt für einen Pilz, aber einen großen für Mario Kart. Geil. So. Na, den behalte ich jetzt mal. Die Peach, die geht mir nämlich auf die Eier. Die geht ganz die gibt ganz schön Stoff, die Tante, ey. Desto länger die Strecken, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man am Ende sogar verlieren kann. Weil man einfach sich zu sicher ist. So. Da unten kommt ein Kettenhund. Den würde ich ganz gerne ausweichen. So, Peach. Wo bist du? Ich höre und sehe dich. Also sehen tust du dich nicht, aber ich höre dich. Oder ich rieche dich, sagen wir es mal so. Ich weiß, dass du der Gestank ist unverwechselbar. Nein, Spaß. So. Das ist halt das Einzige an dem Spiel, was ein bisschen nervig ist, weil die KI, gut, es soll ja eine Herausforderung sein, aber die KI, die hängt einem halt wirklich voll an den Klöten. Und das nervt einfach nur. Das ist so respektlos, wie die uns da einfach meint, verfolgen zu müssen. Folgen Sie dem Wagen. Geil. Machen wir auch. Ah, da kriege ich gerade die Rache meiner Panzer, die ich die ganze Zeit geschmissen habe. Ah, da lächelt der Tod schon seine Siegespose. Geil. Ah, klasse. Dieser kleine, geile Pilzbock. So, da noch einer hin, dass wir auch schön ausweichen müssen. So, und der nächste gehört jetzt uns, weil den will ich nämlich behalten. Weil ich nämlich glaube, dass die Alte uns gleich überholen wird. Oder versucht zu überholen. Der Affe, der hängt ja auch schon am Rock. Das ist uninteressant. So. Ah, okay, eine Banane. Wir haben eine Banane gekriegt. Nice. Ah, da ist sie ja schon. Alter, die hat einfach mal übers halbe Feld geschmissen, ey. Geil. Ah, Peach. Geh mir. Nein. Nein! Nein!
Nein! Nein! Ich sag's ja immer wieder, ey. Affe aus dem Weg! Die Alte stirbt! Und? Ha, 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 ha! Oh, war das knapp, ey. Ich sag ja, und das wird in den höheren Schwierigkeitsgraden noch schlimmer, Leute. Ohne Scheiß. Also bei 100 CCM geht's noch. Da ist es schon an der Grenze. Aber bei 150, Alter, die fucken nur noch ab. Ohne Witz. So, aber jetzt haben wir auch noch gegen Ende noch ein knappes Rennen gewonnen. Also, es ist spannend geblieben. Und wir haben 7, fast 8 Minuten gebraucht für das Ding. Total geil. So, damit ist Runde 4 geschlossen. Und wir haben den 50 CC Cup komplett gewonnen, Leute. Das heißt, in der nächsten Runde, und Yoshi kriegt die Bombe ab, und das heißt, in der nächsten Runde werden wir uns dem 100 CC Cup widmen, und es kann gut möglich sein, weil ich bin ja so leidenschaftlich, dass wenn es extrem knapp wird oder wir verlieren, dass ich auch ab und zu mal ausrasten werde, wahrscheinlich, das ist aber normal. So, zeig mir meine Trophäe. Kommt er so angerannt wie der größte Gott der Tod, als hätte er da eben eine Meisterschaft gewonnen mit der Formel 1 oder so. Total geil. So. Also wir haben da bis jetzt in den letzten zwei Runden wirklich schon den Affen und die Peach, die uns abgefuckt haben. Ohne Witz, ey. Den Tessal stehen heim. Ohne Scheiß, die kriegen Feuer von mir. Ohne Gnade. So, das heißt, Yoshi ist der Nächste im 100 CCR Cup. Ah, der Sherpy Sheep Sheep. Und da ist sie ja, unsere goldene, hart verdiente Trophäe. So. So ein Plastikpokal. Mario Kart und der Plastikpokal. Wenn wir nicht gewinnen, ist es fick. Egal. Nein, Spaß. So. Ah, Goldmöhre, das war damals Zeiten, ey. In der Schule. So. Special Cup für 50 CC, Congratulations Toad, you blaze first, you are awarded the Gold Cup. Yeah, you are the fucking best. Nicht mehr lange, weil ich denke, beim 150 kriegst du den Pilzarsch aufgerissen. So, meine lieben Arcadians. Dementsprechend, wir haben in der nächsten Runde den 100 CC Cup vor uns und werden dann wieder starten im Pilz Cup. Und zwar diesmal mit Yoshi. Wir machen einmal hier die Runde durch. Und dann, genau, bis wir bei Bowser sind. Und dann geht's im Prinzip wieder zurück. So, dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, meine lieben Arcadians, und ich hoffe, das sagt euch auch zu, und ich hoffe, ihr seid mal auch in dem mindestens Grund, dass es funktioniert. Dass es nicht funktioniert hat vorher, aber ich werde jetzt auf alle Fälle dieses Projekt noch zu Ende führen. Das ist sicher bis Abend eine Kirche, das habe ich euch ja gesagt, und das werde ich auch machen, und ich halte mein Wort gegenüber meiner Community auf alle Fälle. So, in diesem Sinne, ich bin euer Arcadia Supreme. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, beziehungsweise einen netten Kommentar. Abonniert mich, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr sehen wollt und immer up-to-date sein wollt oder mich einfach unterstützen wollt, also wie ihr möchtet, oder ich einfach so scheiße bin, dass ich euch leid tue, das ist auch in Ordnung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Mario Kart 64 auf der N64 mit unserem guten Yoshi im 100 CC Pilz Cup. Haltet die Ohren steif, seid gespannt, macht's gut und ciao. Ciao.